Willkommen zu einem neuen Video. Heute bin ich von Arigato Japan zu einer Foodtour in Tokio eingeladen und da möchte ich euch natürlich gern mitnehmen und euch zeigen, was wir heute ganz Tolles essen werden. Ich bin selbst gespannt, wie es sein wird, denn ich habe ehrlich gesagt noch keine Ahnung, was mich heute erwarten wird. Unsere Foodtour bringt uns nach Sugamo und ich muss ehrlich sein, ich lebe hier zwar schon echt lange, aber ich war glaube ich noch nie in Sugamo. Mir würde jetzt spontan gar nichts einfallen, was es dort gibt. Meine Kollegin sagte immer, das ist das Harajuku für die Omas. Das heißt, es ist zwar ein angesagtes Viertel, aber halt für die ältere Generation. Und ich bin sehr gespannt, wie es denn heute sein wird. Und ja, da nehme ich euch mit. Also auf nach Tokio! Sugamo ist eine Station der Yamanote-Linie in Tokio. Sie befindet sich in der Nähe von Ikebukuro und ist daher sehr leicht erreichbar. Unsere Foodtour startete um 11.30 Uhr direkt an der Sugamo Station, wo wir von unserem Guide von Arigato Japan herzlich empfangen wurden und gleich ein paar erste Informationen bekommen haben. Und dann ging es auch gleich schon los mit unserem kulinarischen Abenteuer. Wir haben die Tour gestartet und es geht gleich süß los. Als erstes gehen wir in einen Dorayaki-Shop und ja, der sieht schon vielversprechend aus. Today we're gonna try a little bit of Monaka. Everybody know Monaka? Yes. Alright, so I talk about a little more and also Dorayaki we're gonna eat. So you guys can pick one each. Wir starteten unsere Essensrunde mit der japanischen Süßigkeit Monaka, sowie mit niedlichen Mäusen aus Dorayaki-Teig. Danach gab es Dorayaki. Diese sind ähnlich wie Pfannkuchen mit rotem Bohnenmus. Und hier mit Kalbsbutter. Hört sich eigenartig an, war aber sehr lecker. Zudem konnte man sein Dorayaki auch noch mit Salz und Pfeffer verfeinern, je nach Belieben. Nach dieser ersten Stärkung ging es weiter. Wir liefen ein wenig durch Sugamo und konnten die Atmosphäre dort genießen. Da dort nicht so viele Touristen sind, war es wirklich angenehm. Und wir haben Sugamon kennengelernt, das Maskottchen der Gegend. So süß! Apropos süß. Von süß ging es nun nach herzhaft über. In einem Laden für Tsukemono, also eingelegtes Gemüse, konnten wir aus den verschiedenen Sachen probieren. Und das war wirklich interessant, was es dort alles gab. Hot pot and lots of the old sort of old-fashioned dessert soft drinks at Sugamo. But they have this area is very famous for salted mochi. Als nächstes haben wir in einem Laden für Tofu vorbeigeschaut. Dort gibt es jede Menge verschiedene Sorten an Tofu und auch Produkte, die aus Tofu hergestellt werden. Wirklich eine riesengroße Auswahl. Weiter ging es dann in einen Sembe-Laden, also einen Laden für japanische Reiskräcker. Da gab es auch jede Menge zu entdecken und wir konnten uns ein Souvenir mitnehmen. You can smell already. Can you guys smell? Can you guys smell?
Wow. Auf geht es zum Mittagessen. Für uns gab es auf der Tour dieses Mal Soba zum Essen. Das ist eine japanische Nudelsorte und natürlich gibt es dazu jede Menge Erklärungen, wie man sich denn beim Essen in Japan verhalten soll. Nachdem wir ein paar Kleinigkeiten gegessen haben, gab es gerade Mittag. Wir waren in einem sehr leckeren Soba-Restaurant. Und jetzt schauen wir uns hier noch ein bisschen in der Gegend um, bevor es dann zum zweiten Teil, der nicht essen ist, heute von der Tour geht. Und da bin ich schon sehr gespannt drauf, denn wir machen heute Shodo. Wir malen. Ich bin sehr gespannt, wie es sein wird. And these are little jizo. Yeah. Oh. And then you stick them on your body parts and you need them. Yep. Mm-hmm. So you touch the part that you're healing and then you need it. Nach dem Tempelbesuch nur noch eine kleine süße Stärkung für zwischendurch. Wir haben uns jetzt ein bisschen umgeschaut noch hier in der Shoppingstraße und beim Schrein oder Tempel. Ich bin mir gerade unsicher, was es ist. Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt unserer Tour heute, denn wir machen ein wenig Kalligrafie. Wir werden heute lernen, wie man die Kanji richtig schreibt mit einem Pinsel und dann wird ein Wunschkanji auf ein T-Shirt gedruckt, was wir geschrieben haben. Ich bin sehr gespannt, wie es sein wird.
Nach einer kurzen Einführung haben wir erst gelernt, wie man auf traditionellem Wege die Tusche herstellt und wie man den Pinsel richtig hält. Allein das war schon sehr interessant, da ich zum ersten Mal Kalligraphie gemacht habe. This is a traditional way to make ink. Und dann hieß es üben, üben, üben. Die Kalligraphiemeisterin hat uns natürlich berichtigt und uns Ratschläge gegeben, wie wir es richtig machen sollen. Nachdem wir jede Menge geübt hatten, durften wir uns ein eigenes Kanji aussuchen oder eine japanische Phrase. Die Meisterin hat diese dann vorgeschrieben und das war schon beeindruckend. Ich habe mir ein recht einfaches ausgesucht. Könnt ihr es lesen? Auch dann hieß es wieder üben, üben, üben. Und das beste Werk wurde danach auf ein T-Shirt gedruckt. Ja, ihr Lieben, das war die heutige Foodtour mit Arigato Japan. Es war sehr interessant, es war sehr lecker. Ich bin gut gefüllt und ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen und ihr konntet ein paar Eindrücke von der Tour gewinnen. Ich setze euch unten in die Infobox natürlich den Link zu Arigato Japan und dieser Foodtour, die wir heute mitgemacht haben. Wenn ihr Interesse habt, dann schaut doch mal auf der Webseite vorbei. Sie bieten noch einige andere Touren an. Ich bedanke mich auch noch einmal für die Einladung zu der Tour. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und das T-Shirt ist natürlich eine wunderbare Erinnerung. Und ich freue mich schon sehr darauf, es jetzt in diesem Sommer und im Frühling und wann auch immer zu tragen. Ich bin sehr gespannt, wie es dann angezogen aussehen wird. Und ja, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst doch ein paar Däumchen hoch da und schreibt mir gerne ein paar Kommentare. Habt ihr schon mal an einer Foodtour teilgenommen oder würdet ihr das gerne mal machen? Was haltet ihr vom japanischen Essen? Heute gab es sehr viele süße Sachen. Es war eigentlich das Beste für mich und natürlich Soba waren auch sehr lecker. Und ja, wenn ihr meinem Kanal noch nicht folgt, dann lasst mir auch ein Abo da und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis bald!